En kürt hier ein Angriff auf Südafrika kommen. Und das ist in der Mitte der Front, die 21. Panzerdivision lag in Stellung. Wir waren ausgebrannt, wir hatten vielleicht noch 20 Panzer, wir hatten, die Truppe war reduziert, war noch nicht voll aufgefüllt. Und da sollte der Stoß dieser 120 Panzer in die Mitte von der Division reinführen, das Afrika-Korps spalten und dann ausschalten. Und unsere Pack, beide Packs, waren praktisch vorhut draußen, ZPV zur besonderen Verfügung. Wir haben 3 Kilometer vor der eigenen Front in Niemandsland gelegen, den Engländern gegenüber. Und zwar am Rowaldsaatbrücken, der zog sich vom Westen nach Osten hin. Und die eine Kanone war jetzt nach Kairau gesehen, auf der linken Seite, und wir waren auf der rechten Seite dieses Rückens und standen mit unserer Kanone Mutterseelen allein in der Wüste. Und dann kam am 22. nachts, haben wir englische Truppen, also englische Sprache gehört, zogen an uns vorbei. Und wir haben gedacht, das war ein Spähtrupp, das war aber eine indische Division, die sich bereit machte dafür den Angriff. Und also gegen 6, 7 Uhr bekamen wir Artilleriefeuer. Und wie dieses Artilleriefeuer aufhörte, da waren die Panzer rechts neben uns. Die ersten 5 Panzer waren bereits durch und standen vor unserer eigentlichen Stellung und die anderen waren rechts neben uns. Und nun ist es so, dass die Panzer nicht in einer festen Gruppierung fahren, sondern in weit auseinandergezogenen Raum, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bilden. Und die ersten Panzer standen ungefähr nach, sagen wir mal, 150 Meter rechts neben uns. Und dann haben wir die Kanone rumgezogen und haben geschossen. Und diesen Angriff etwa 10 Minuten, eine Viertelstunde aufgehalten. Also die mussten sich neu orientieren. Die Führungspanzer waren ausgefallen und der ganze Angriff stand. Und das wurde dann von hinten, also von unserer Truppe bemerkt, unser Oberst Ebert hat Stukas alarmiert. Die haben dann angegriffen und dann waren unsere letzten Panzer waren da. Und da haben die Engländer von den 120 Panzern über 80 Panzer verloren, haben kehrt gemacht und zurückgefahren. Also wenn wir das nicht aufgehalten hätten, dann wären diese 120 Panzer vor unserer Stellung gewesen, hätten die überrollt. Also das hätten die gar nicht abwehren können. Und das war eine für sich. Naja, nun, unsere Kanone war zerschossen. Wir waren auf der anderen Seite bei dem anderen Geschütz. Und am nächsten Tag oder übernächsten Tag kommt der Divisions- oder Regimentskommandeur hier. Und unser Zugführer und ich haben das EK1 bekommen. Und die 2 anderen Ladeschützen, die haben das EK2 gekriegt. Ja, und damit war für uns der Fall erledigt. Und am 9. August kommt unser Zugführer hier und sagt, komm, ich zieh dich an, wir müssen zur Division hin. Ich hatte weder eine Ahnung, was kam oder
auf der Zugführerin. Und da sind wir zur Division gefahren und von da wurden wir weitergeleitet zum Hauptquartier da vom Afrika-Korps. Und da standen dann so 15 Leute standen angetreten, rechts und links ein Panzerspähwagen. Und dann stand eine Gruppe von Offizieren, die ich aber nicht kannte, BK-Berichterstatter und so weiter, standen rum und da kam über so eine Höhe weg, kam eine Kübelbahn und da fahren da eine Rommel drin. Und der stieg dann aus und dann kam aber mit ihm zwei Spitfire, die uns behagt haben, da haben wir alle wie im Wüstenland gelegen. Und als die wegkamen, wieder angetreten und dann kam Rommel her und ich stand 2 Meter vor diesen 15 Leuten und dann kriegte das, wurde ihm das Ritterkreuz gereicht und dann fand er mir das Ritterkreuz. Und wie gesagt, ich habe von dem Ganzen überhaupt keine Ahnung gehabt und ich wusste auch nicht, was mir passierte. Und während dieser Zeit saß dann der Flieger auf meiner Nase, die hat mir mehr Schwierigkeiten gemacht, die ganze Zeremonie da von dem Ritterkreuz, Überreichung. Na, dann fuhr Rommel wieder weg und dann sind wir zum Divisionsgefecht dann hin und da spielte dann nach unserer Sicht die Musikkapelle. Eine Stunde gab es ein Platzkonzert und nach den weiteren Gratulationen und Händeschütteln ging ich dann zurück zu unserer Division und dann ging der Zirkus da wieder weiter, bis dann abends bei meiner Pack wieder landet, bei meiner Packbedienung. Ne? Und da war natürlich auch der Jubel groß und Gratulationen und Fotos. Und dann habe ich mich verkrochen in mein Erdloch reingesetzt und habe den Kopf eingezogen und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich ist dieser Zirkus bald vorbei.